Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Android-Satellitenreceivers Anchor. Ich bin da richtig gespannt. Wir müssen jetzt aber, hier sind die Anleitungen, ich habe ja schon ein Unboxing gemacht. Wir müssen jetzt erstmal hier noch den Stromkabel rausholen, den müssen wir nämlich gleich ohne anschließen. Und meine letzten Batterien. Siehst du, Schatzi, kannst du gleich aufschreiben, kann ich auch noch aufschreiben, Batterien brauche ich. Ups. Meine letzten beiden kleinen, also die kleinen Futzelbatterien hier, die gehen so schnell weg, das ist, sieht auf keine Kuhhaut, ey. So. Und schon haben wir die Fernbedienung fernbedienbereit. Oh, tolles Wortspiel, fernbedienbereit. So, jetzt hier noch den abmachen. Ich werde auch mehrere Videos dazu machen. Ihr werdet jetzt auch wieder hier Werbung eingeblendet sehen und auch ein P für Product Placement weg einblenden. Also ich habe, ist kein Product Placement. Also ich habe dafür kein Geld gekriegt. Ich habe nur die Box zur Verfügung gestellt bekommen, um sie zu testen. Und wenn ich Bock habe, kann ich auch Videos machen. Aber weil die Box über 100 Euro kostet und ich habe gelesen, dass wenn über 100 Euro und man darf die dann behalten, dann wird halt sicherer, wenn man diese P irgendwo einblendet für Product Placement, weil es ja über 150 wert ist, also über 100 Euro wert ist. Und ich da was falsch mache, ja, habe ich gedacht, blendest du das halt ein. So, ich werde euch jetzt mal nach unten richten. Wird auch mehrere Videos dazu geben. Ich werde nicht nur dieses Hardware-Video machen, ich werde noch ein zweites Hardware-Video machen, abseits von meinem normalen Testen, weil ich habe da was erfahren, das werde ich euch im nächsten Video erzählen, weil man kann das irgendwie bearbeiten. Mir hat nämlich ein Forum geschrieben und hat da eine Datei gekriegt, das werde ich aber alles im nächsten Video sagen, das gehört nämlich nicht zu, das kriegt man nämlich nicht dazu, wenn man das kauft, sondern ist das separat. Ach Gott. Na komm her. So, haben wir den Internetkabel, HDMI, jetzt müssen wir das hier noch abschrauben. Ach, ja, diese scheiß Schraubanschlüsse, ey, die hasse ich. Die gehen immer so kacke. So. Und ja, dann haben wir hier natürlich eine Steckdosenleiste irgendwo. Hier. Welcher Stecker ist mit? Der Stecker, der jetzt runtergefallen ist. Klasse. Ach Gott. Mein normaler Receiver ist mal weg. So, dann gucken wir. Ach, das ist jetzt alles ein bisschen problematisch mit anbasteln. Wo wir das jetzt am besten ranmachen? Machen wir mal ein bisschen umkuddelmuddeln. Dann müsste das rein theoretisch halbwegs passen. Oder auch nicht. Und so rum. Auch nicht. Und so rum. Auch nicht. Ach. Ich hab zu viel Scheiße. So, dann machen wir das einfach mal so. Nee, das so nicht. Machen wir so. Kann ich den hier noch mit andimsen und den, warte mal, die Lichterkette kann ich mal abmachen, dann dimsen wir das so an. So, doch, so geht's. So, und dann muss ich natürlich hier wieder die Steckdosenleiste nach oben machen, weil ich habe keinen Bock, dass das hier alles hier unten rumliegt. So, und der Internetkabel, der SAT-Receiver hat WLAN im 2,5 GHz und im 5 GHz Bereich. Wir haben hier hinten auch, wie im Unboxing gezeigt, einen SD-Slot. Da können wir eine Micro-SD drin machen, um den Speicher zu erweitern, wenn ihr jetzt viele Apps installieren wollt.
Den HDMI haben wir hier natürlich hinten dran. Wir haben normalen LAN-Anschluss. Alter, ach so, der ist schon drinne. Ich gar nicht mitgekriegt, dass er eingerastet ist. So. Na. Wieso rastet der jetzt nicht ein? Ach, das ist mir kaputt gegangen. Toll, mir ist mein Kabel kaputt gegangen. Kein Wunder, dass ich Internetprobleme hatte mit dem Receiver. Kaputt gebrochen. Scheiße. Aber kein Problem. Ich habe noch Ersatz. Wo ist er denn hin? Wo ist mein Ersatzkabel hin? So. Jetzt erstmal den hier weg. So, ich muss mal kurz einen Cut machen. So. Da bin ich auch wieder. Wenn es mal richtig dicke kommt. Ich habe ja Gott sei Dank noch von Ligabo ein Flachkabel mit guten Werten. Will ich jetzt den Flachkabel nehmen. Der ist eigentlich dafür gedacht, dass man den unterm Teppich verlegen kann oder hinter so einer Seitenverkleidung an der Wand da irgendwie. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als dass ich den jetzt dafür nehme. So, haben wir. Mache ich den in meine Gigabridge drin und dann jetzt auch gleich weiter. Aber so schnell kann es gehen. Aus einem normal geplanten Video. Ruckzuck geht was schief. Und man muss ein bisschen improvisieren. So, nehmen wir jetzt den Flachkabel. So, der ist fest drinne, der geht wieder raus. Genau. So. Der kommt hier erstmal weg, der Stromkabel. Wo haben wir denn jetzt da rum? So. So, ich habe mir auch schon ein paar Daten aufgeschrieben, die ich von der Firma gekriegt habe. Ich habe mich mit der Firma ja schon unterhalten. Im Vorfeld. Weil das war irgendwie Wink des Schicksals. Ich bin ja schon seit längerem auf der Suche nach einer Android-Box für Satellit auch. Weil ich finde Android einfach geil. Das ist ein geiles Betriebssystem. Ich bin damit megamäßig zufrieden. Und es sollen ja auch bald PCs kommen mit Betriebssystem Android. Da bin ich mal richtig gespannt, wie das sein wird. Mein Kabel schraubt sich nicht mehr ganz. Doch, jetzt. So, jetzt ist fest drin. Jetzt können wir das nach hinten machen. So, im ersten Augenblick seht ihr, ist eine wirklich kleine, schnucklige Box. Wir haben nur ein blaues Licht. Mehr ist hier jetzt nicht. Wir sehen keinen Sender, kein gar nichts. Wir haben hier vorne halt, wie gesagt, ein USB. Hinten haben wir ein USB. Da habe ich mich auch nochmal schlau gemacht, ob ich da auch nicht das Falsche sage. Oh, wartet mal, ich mache euch mal wieder so zu mir. Macht sich ein bisschen besser. Oh, dass ich euch nicht das Falsche sage, habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben, dass ich das auch nicht vergesse. Weil auf der Fernbedienung haben wir hier so ein, über dem F4, über dem Favoritenknopf, so ein Button für, seht ihr das mit dem roten Punkt, wie aufnehmen? So. Und da habe ich mir aufgeschrieben, habe ich extra mal nachgefragt, die kann aufnehmen, mit Hilfe einer USB-Festplatte. Also ihr könnt praktisch hinten oder vorne, je nachdem welchen USB ihr nehmen wollt, eine USB-Festplatte anschließen. Ich empfehle euch natürlich hinten, dass ihr vorne den frei habt für eine Maus, für einen Controller oder so. Da wurde mir auch gesagt, die Air Remote Control, also so eine Maus, also sieht aus wie eine Fernbedienung, was man als Maus benutzen kann, die soll wohl kompatibel auch sein.
Was ich euch im Unboxing gesagt habe, habe ich nämlich gleich nachgefragt. Hintergrund kann man nicht ändern. Der ist so, wie er ist, soll aber wohl eventuell, das wissen sie nicht, vielleicht mal kommen. Die SD-Karte, die ihr hinten drin machen könnt, muss in FAT32 formatiert sein. Der Kartenschutz habe ich auch noch nachgefragt. Das ist ein Receiver, der nicht für HD ausgelegt ist, also für diese HD-Plus-Karten und auch nicht für Sky und so. Die sind für diese Erotik-Karten. Und dann hatte ich in einigen Foren, und ich habe noch eine Datei von jemandem aus dem Forum, aber das kommt im nächsten Video, und der hat gesagt, das kann man wohl auch dann die Software irgendwie anders machen, sodass denn auch Sky-Karten unterstützt werden sollen und so. Aber das bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, das sind nur Aussagen aus einem Forum. Und Enigma 2 Kanalliste ist kompatibel und kann mit Dreambox Control bearbeitet werden. Da werde ich dann, denke ich mal, eventuell auch ein Video zu machen. Android 7.0 wird wahrscheinlich, eventuell, ist nicht hundertprozentig, also ist alles inoffiziell, auch kommen. Das wissen sie aber noch nicht direkt, weil die wollen das erst testen. Die Box macht 7.0 mit, haben sie mir gesagt, aber die wollen das erst testen, bevor sie es im Umlauf bringen. Nicht, dass man da irgendwelche negativen Einflüsse hat. So. Das war zu... Achso, ab Donnerstag, dem 27.04. ist die Box, also 27.04.2007 ist sie zu kaufen. Momentan noch in begrenzter Stückzahl, weil sie halt auch die Qualität gewährleisten wollen. So, und jetzt gehen wir mal hier auf Receiver. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir die Box jetzt bekommen, wenn wir sie starten. So. Jo. Wir starten jetzt ganz normal hier mit, oh ja, gibt aber viele Länder. Die Fernbedienung hat einen guten Druckpunkt. Polska, alles mit bei. Also, ist für jeden was mit bei, würde ich jetzt so mal behaupten. Wir sind aber Deutsche und wir wollen natürlich Deutsch. So. Oh ja. So, wir wollen automatisch, wollen wir haben, oder wollen wir das umändern? Ich will mal gucken, was wir haben. Wir haben automatisch, steht jetzt auf 4K, 2K, 60 Hertz. Jetzt kann ich hier auch nochmal die Infotaste machen. So, und da steht dann hier oben bei mir auch 2160p, 60 Hertz. Wir können dann natürlich, was haben wir noch zur Auswahl? Rein 4K, 60 Hertz, also nicht automatisch, dass er dann auch mal runterregelt. Dann haben wir 4K 50 Hertz, 30 Hertz, 25 Hertz, 24 Hertz, 1080p, 60 Hertz, 50 1080i 60 Hertz, 50 Hertz, 720p 60 Hertz, 50 Hertz und das war's. Ich würde jetzt sagen, ich mache das einfach auf komplett 4K, weil ich habe 4K. So, jetzt können wir uns das hier anpassen. So, der weiße Balken, würde ich sagen, der ist optimal. Den kann man jetzt kleiner machen. Wenn euer Fernseher jetzt natürlich... So, ich habe... Nee, das ist gut, so wie das ist. So, mehr als 100 kann ich nicht machen. So, machen wir weiter. So, erfolgreich verbunden. So, wir wollen natürlich Eternal nehmen, weil WLAN brauche ich nicht. Also wir könnten jetzt auch WLAN einstellen, aber meine WLAN-Box ist halt noch, mein Receiver ist noch festgeschalten von der die Fritzbox. Ich habe, wie gesagt, nur bekannte Geräte zulassen und ich habe den Kabel ja sowieso liegen, also warum... Da irgendein Hackmack machen, da können wir Kabel benutzen. Und WLAN funktioniert halt auch im 5 GHz Bereich. So, jetzt müssen wir hier noch die Zeitzone einstellen. Was sind wir denn? Ne, hier müssen wir hochgehen. London, Dubai sind wir. Datum 24.04.2017 ist okay. Ja, kann man das auch noch ändern irgendwie? Kann man das vielleicht ändern von der Zeit her, dass man sagen 24.07., weiß ich jetzt. Also kann man jetzt hier nichts machen. Müssen wir mal gucken, hier Uhrzeit.
kann ich auch nicht einstellen, hier PM oder AM. Das ist automatisch. Kann vor, kann zurück. Okay, na dann lassen wir das, würde ich sagen. Dann müssen wir später gucken, ob wir das vielleicht einstellen können, dass wir 24 Stunden angezeigt bekommen. Starte digitales Fernsehen, verbinde mit Google Play Store. Fertig. Das ist schön, wir haben Google Play Store auch mit bei. Ich würde sagen, wir machen erstmal verbinden mit Google Play. Dafür mache ich euch mal so, damit ihr mein Passwort nicht seht. Melde dich an um, ja, E-Mail-Adresse. Oh, welche E-Mail-Adresse habe ich denn da? Ich glaube die. Ja. Das geht auch recht fix mit der Fernbedienung. Schön Druckpunkt. Und die hält sich so gut in der Hand. Besser als die von den normalen Android-Boxen. Die sind ja so klein und fitzelig. Also das geht hier wesentlich besser. Zeige ich euch, drauf gedrückt halten. Dann macht er halt die ganze Zeit das gleiche. Geht richtig ruckzuck. Von der Hand. So, und dann müssen wir hier .com haben wir auch zur Auswahl. Und da können wir dann sagen, weiter. Jetzt muss ich mein Passwort eingeben. Überprüfe, jetzt überprüft er meine Daten. Und ich habe eine Mail von Google, weil ich muss ja verifizieren, dass ich bin. Ja, das war ich. Okay. So, und schon steht das Gerät in meiner Liste. Können wir hier auch weitermachen. So. Und schon sind wir im Google Play drin. Oh, sieht doch ganz gut aus. Haben wir Google Play schon mal aktiviert. Oh, schön. So, Sender. Voll, automatisch. Und wir machen mal voll. Z-Modus, schwarzer Bildschirm. Bild beibehalten. Wir machen mal Bild beibehalten. Ich finde schwarze Bildschirme nicht so toll. Untertitel bevorzugt machen wir aus. Nächste. Suchen. List von USB. Ja, wir wollen. Ach so, ich habe ja kein USB. Ich habe hier mir ein USB mit einer Enigma Kanalliste schon mal gemacht beim Kumpel. Der hat nämlich eine Dreambox.
Und der hat seine einfach mal mir kopiert. Die habe ich Daniel genannt. So, und dann wollen wir von USB. So. TV-Liste. Installation. Will das jetzt nicht, die Liste? Da muss ich vielleicht den dann hinten nehmen. Dann nehmen wir erstmal nochmal suchen. Lassen wir den hinten erstmal dran. Achso, wir müssen jetzt erstmal ja Astra eingeben, genau. Astra. Den bestätigen wir. Oh, Eutelsat haben wir auch. Ich wusste ja nicht, dass wir was hier an Qualität haben. So. Nee, Quatsch, das ist das Falsche. Wir haben doch 19,2 sind wir doch. Astra hier. 19,2. Da, Qualität 77%, genau. Und hier haben wir keine Qualität. Ist ja auch geil, kann ich mal überprüfen, was mein Vermieter hier oben auf dem Dach geklatscht hat, was wir hier von der Schüssel her für eine Qualität haben. Brauchen dann, also hier, Ebene bleibt halt immer gleich, aber da müssen wir auf die Qualität achten. Und sobald die ausschlägt, wissen wir, was wir haben. Eutelsat geht auch nicht. Also eigentlich geht nur Astra bei uns. Hier, zack. Weil alle anderen, ja, die sind ganz woanders. Hier haben wir aber auch nochmal Astra. 28,2 Grad. Ost. Nee. Also unsere Schüsseln sind alle hier auf 19,2 Grad ausgelegt. Ach du Scheiße, wie viele Satelliten gibt denn das? Leck mich am Arsch. Asiasat. Okay. Gut. Wir machen jetzt erstmal blau fürs Scannen. So. Update. TP, okay. So, please what? Download TP. Gucken wir mal. Und sagt mein Akku. Mein Akku sagt einen Strich. Ah, jetzt aktualisiert er auch die ganzen Satelliten schon mal. Falls sich da was geändert hat, finde ich gut. Das ist nämlich von blöd, wenn man natürlich seine Sender einstellt und dann auf einmal gibt es da Satelliten-Update oder so. So kann man ja gleich alles auf den Laufenden. Und das geht auch recht fix, muss ich sagen. Wir sind schon bei 40%. Was sagt denn eigentlich meine Uhr? 15:22, ich muss nämlich bald meine Tochter holen. Eutelsat. Hotbird. Ja, das ist eigentlich für die anderen interessant. Also für uns ist halt nur, ich müsste hier gucken, Astra gibt es viele, müsste hier gucken, 19,2 Grad muss da stehen. Das ist wichtig und dann seht ihr ja auch, dass ihr da unten bei Qualität einen Ausschlag habt. Also wenn ihr jetzt irgendwo was haben wollt und ihr habt keinen Ausschlag, versucht es ja nicht erst, weil da werdet ihr keine Sender finden, weil die Ebene, die hat immer Energie, klar, aber die Qualität, wenn da 0% Qualität ist, werdet ihr natürlich auch keine Sender finden. So. Wir bleiben mal bei Astra. Wie sind wir jetzt? Achso, das ist West. Haben wir hier auch 19, hier haben wir keinen 19. War schon verrückt, was das alle an Satelliten gibt. So. Gucken wir, ob wir das wieder aktiviert haben. Tack, ja, ist aktiviert, genau.
So. F1 können wir auch bearbeiten. Ah, da können wir die Frequenz, aber da will ich eigentlich ehrlich gesagt momentan nichts machen. So, und dann drücken wir blau für Scan. Normal. Fast. Machen wir normal erstmal. TP All. Wir machen einfach mal All. All TP. Skin-Typ, alle. Alle. Server-Typ. Fernsehen, Radio. Ne, da möchte ich auch gerne alle haben. Ich möchte auch die Radiosender haben, bitte. Sat-Signal. Da können wir jetzt nichts ändern. Und dann gehen wir auf OK und dann gucken wir mal. Ah, da findet er gleich schon zwei. Und mehr. Und noch viel mehr. 4%, 5%. Ja, da würde ich sagen, das cutte ich jetzt wirklich mal, weil sonst dauert das echt zu lange. Wir sind jetzt gerade mal bei 7%. Dann mache ich hier, oder 8%, 9%. Ich mache jetzt hier mal kurzen Cut und einen Akkuwechsel und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn da ein bisschen weiter vorangeschritten ist. So, da bin ich auch schon wieder. Das war auch denn jetzt schneller fertig als gedacht. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe den Ton ausgemacht hier. Und ich muss echt sagen, das Bild ist absolut geil. Wenn ich jetzt hier gucke, Informationen abrufe, wenn man den Lautsprecher-Ding weggehen würde, oh, muss ich kurz warten, dass der Lautsprecher so jetzt ist, ja, 4K. Und ich muss sagen, ey, das ist wirklich ein echt geiles Bild. Auch die kleinen LG OLED HD TV. Achso, das war Werbung für ein LG OLED. Das sind Boxen. Och, hier die Früchte. Man sieht so ja die Poren von der Box. Boah, ey, ich darf nicht übertreiben. Das Video, sonst wird es wieder zu lang. Oh, selbst man sieht auch von dem Bass hat man die Poren gesehen, wie sie gestrichen wurde. Wie geil ist das denn? So, wo bin ich denn? Ich bin bei, achso, HGLG Test. Achso, das ist ein LG-Testsender, okay. Was haben wir hier noch? Ach, das ist das mit Bild. Dann haben wir hier noch Pole TV. Enjoy Pole TV. So, aber wir wollen jetzt mal hier zurück. Ultra HD. Alter, die Sender sehen auch echt geil aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen ja jetzt mal zu einem Sender, den wir kennen. Wir nehmen jetzt, was nehmen wir denn da? Wir nehmen mal, was haben wir hier? N24 HD. Ja, das kostet Geld, das haben wir jetzt nicht. Da wird er sagen, verschlüsselt. Ja, verschlüsselter Kanal. So, aber QVC. Aber ich mache nachher noch was, dann können wir das auch alles gucken. So, das ist jetzt QVC HD. Jetzt machen wir mal Hesse HD. Also ich finde die Qualität sehr gut. Und jetzt müssen wir mal gucken, mal nicht HD-Sender. Wo haben wir denn hier mal nicht HD-Sender? Genius. Das sind jetzt so Bibelsender. Ja, das ist super. Also haben wir hier noch was anderes, die vernünftige Qualität haben. 1, 2, 3 TV HD haben wir hier auch noch. Deluxe Music ist jetzt, ach der war mal frei, der ist jetzt auch verschlüsselt. Finde ich jetzt so, auf den ersten Blick finde ich das echt klasse. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch Sender haben, die hier RTL2 HD, die jetzt nicht verschlüsselt sind, so wie, wo wir kurz drin gucken können, ohne Ton natürlich. Playboy, MDR, was haben wir hier? MDR. Achso, das sind RBB Brandenburg, da haben wir doch, das ist HD. Ja, ich finde das so besser, also ich könnte jetzt auch natürlich, dass das Bild dann schwarz wird, aber ich finde das so, mit, dass das Bild dann stehen bleibt, finde ich persönlich besser. Und die Qualität ist gut. So, und jetzt gucken wir mal nach Nicht-HD-Sender. Wir müssen auch, irgendwo muss es doch noch Nicht-HD-Sender geben.
Gibt doch noch nicht alles in HD. Muss doch noch hier RTL oder irgendwas. Muss es doch noch normal geben. Multi. Sat1 Gold ist auch. Sat1 Gold ist so ja HD, wusste ich gar nicht. Ach nee, das war ja nicht Gold, das war ja der andere, den meine. So. One, ja, yeah, One 24. Das war doch auch noch ein Sender, normaler, relativ OE 24. Ah, da ist die Qualität. Das ist jetzt wieder so ein spanisches Ding. Mann, ich will mal unseren Sender. Muss auch irgendwas hier in Deutsch. Kika. Dreisat. Ach, auch alles HD. ZDF HD. ZDF Neo. Ja, muss auch irgendwas hier. Muss auch irgendwo Sender noch geben, die nicht HD sind. Pro7 Sat1 RTL HD. Mein Franken. Mein.tv, mein Franken. Okay. Sender gibt's. So. ProSieben, Austria. ProSieben Max, Austria. Das ist normale ProSieben. Den können wir nehmen. So, dann können wir das hier wegmachen. Oh. Ja, das ist jetzt, oh scheiße, das Dragon Ball, muss man schnell mal wegschalten. Nicht, dass es hier wieder irgendwie Content-ID wegen Dragon Ball gibt. So. Also finde ich von der Qualität jetzt gar nicht mal so schlecht, ich finde gut. Jo, die normalen Nicht-HD-Sender sind halt nicht so eine tolle Qualität wie HD, das ist klar. Aber die HD-Sender sind brillant. Die sind echt brillant, so. Dann haben wir hier noch die Infotaste, oh, da wird uns auch schön alles angezeigt. Was haben wir denn noch? So, dann haben wir hier noch Einstellungen. So, dann haben wir hier noch AV-Einstellungen. Sprache. Zweiter Untertitel. Wollen wir nicht. OSD-Einstellung, Info. Oh, hier kann man jetzt ja noch einstellen. Lucky ist ja gut. Infotime 5 Sekunden. Transparent können wir jetzt hier zum Beispiel dann noch auf 40% machen. Dann ist es hier noch transparenter, aber ich finde die 10 finde ich schon gut, weil 0 wäre jetzt ganz doof. Das wäre dann undurchsichtig. Ich finde das mit den 10 schon gut, so leicht durchsichtig und so. Hat ein bisschen was. Das Auge ist hier auch mit. Kanaltyp EPG einfach. Machen wir mal EPG, was da passiert. Ach, falsch. Ach so, da haben wir denn hier auch noch, was gerade ausgestrahlt wird. Da ist der EPG gleich mit bei. Na, das finde ich gut. Ich lass mal den EPG mit dran. Das ist ja nicht mal so schlecht, warum? So, dann haben wir, was haben wir hier? Einstellungen. Sprache, haben wir hier gemacht. Kindersicherung können wir machen. DB-Management, Sicherheitskopie, Laden, Download. Keine Datei. Externen Speicher. So, Kanalliste laden. So, da haben wir das von der Enigma. Ist seins, Matze. Das hat er aber glaube ich auch nur geladen, ich weiß es nicht genau. Ich werde dann wahrscheinlich auch meine eigene Kanalliste erstellen. So, Daten geladen. So. Und jetzt müssten wir eigentlich eine andere Kanalliste haben. Ja, hier ist jetzt schon, oh, hier ist jetzt schon alles schön organisiert. So, gehen wir mal ganz nach oben, gucken wir mal, wie es aussieht. Also mit dem EPG, was jetzt gerade läuft, finde ich eigentlich geil. Hat man das schnell mal über eine Übersicht. Braucht nicht extra mal eine neue Taste drücken oder irgendwas dergleichen. Das geht mir jetzt auf den Sack. Wenn ich jetzt einfach mal 1 drücke und zack. Okay, falsch. Warte mal. Ich will 1.
So. Volksmusik. Was hat der denn für eine Setliste hier? Ja, okay. Aber das funktioniert. So, dann können wir hier nochmal bei Einstellungen. PVR-Einstellungen. Ah, da können wir dann. So, wähle Speichergerät. Da haben wir jetzt natürlich nur USB-Stick, weil ich habe keine SD-Karte drin. Standardaufnahme 3 Stunden, Timeshift. Das ist doch geil. Icon. Verstecken können wir ein- und ausmachen. Okay. Systeminformation. Wir sind jetzt auf Version DVB 2.94.6. Beim Starten an. Auto-Update, ne, will ich auch anhaben. Werksreset, System-Update. Sagt er uns dann auch Update? Ist wohl die beste Version. So. Haben wir hier alles schön in Sicht. Hier können wir auch jetzt hier Radio zum Beispiel. Können wir hier zur Radio umschwingen? Antenne Bayern. Okay. So, was haben wir denn noch? Favoriten haben wir hier auch noch. Radio Deutsch, Radio Österreich, Radio Astra, Radio können wir auch mal dazu nehmen. So, was haben wir hier? Voll. Was haben wir, wenn wir denn auf Auto machen? Nicht wirklich ein Unterschied. Ich lasse mal lieber auf voll. Hier haben wir dann noch Teletext. Ja, gut, jetzt ist hier kein Tele Untertitel, haben wir hier auch nicht. Audio. Habe ich jetzt auf Stereo. German MPEG bei Audio. Aufnahme habe ich natürlich jetzt nichts drin. EPG, das bringt hier jetzt auch nichts. Was soll er denn hier großartig zeigen, weil ist Radio. Und Einstellung, Installation, Timeshift, Channel Management. Ach, hier haben wir auch nochmal sicher. Schnellstart haben wir hier auch noch. Okay, können wir das mal rausmachen. Channel Management. 1, 2, 3, 4. Ist eigentlich immer viermal die Null bei den meisten. Ah, da haben wir denn jetzt hier alle Radio, Satellit, dann haben wir hier mit den Herzen. Das ist gut. So. Also der bietet wirklich viel so Installation. Hier können wir jetzt natürlich noch mal sagen, was wir haben wollen. Wollen wir natürlich nicht. Und wenn wir jetzt hier auf den Home-Knopf drücken, kommen wir ins Home-Menü. Das ist so gut. Also so von der normalen Wiedergabe vom Receiver bin ich schon mal sehr zufrieden. Das läuft alles sehr schnell, sehr flüssig. Da kommen wir denn hier oben hin. Also wenn ihr die Home-Taste drückt, kommt ihr automatisch hierher. Und dann könnt ihr denn hier zum Beispiel hier in TV reden. Und dann kommt ihr zu TV. Gut, ich bin jetzt natürlich bei Radio drinne, weil ich ja gerade Radio gehört habe. Und wenn ich jetzt wieder Home drücke, dann haben wir hier IPTV. Ja, da läuft jetzt gerade nichts. Ich habe ja kein Passwort, kein nix. Da muss man, glaube ich, weiß ich nicht, muss ich mich mal schlau machen, da muss man ja wohl kaufen. So. Oder vielleicht wird es noch fertiggestellt oder so, ich weiß es nicht. So, wird. Habe ich auch nicht. So, Browser, da bin ich gespannt drauf. Ist der Opera? Das läuft auch schnell. So. Wenn wir jetzt hier mal Odin eingeben. Gucken, wie schnell er ist. Odin. Ah, da steht schon Odin. Odins Raben. Odins
Odins Test ist geil. Steht sie ja schon da. Und jetzt drücke ich einfach mal die Maustaste. Können wir das mal testen. So. Dann machen wir die Maustaste wieder weg. Dann kommen wir gleich zu meinem YouTube-Channel. Gehen wir mal rauf, mal gucken, wie es aussieht. Ah, da fragt er jetzt auch gleich, ob wir das im Browser, im Opera oder in YouTube öffnen wollen. Ich bin jetzt, YouTube gucken wir uns gleich an. Ich will das jetzt erstmal im Browser öffnen, um zu gucken, wie es aussieht. Nur dieses Mal. Boah, sieht doch gut aus. Gut, mein Bild ist ein bisschen verpixelt. Ja, das ist klar, weil es oft so groß gemacht ist. Und ich habe da halt... Hätte mal ein bisschen bessere Qualität machen müssen bei meinem Bild. Oh, sieht doch gut aus. Kann hier gut scrollen. Ach, hier so gerade das Unboxing. Das habe ich ja heute schon online gestaltet zum Receiver, den wir jetzt gerade testen. So, und jetzt werde ich mal gucken. Jetzt werde ich sagen, ich möchte das öffnen. Und diesmal möchte ich es gerne mit Opera öffnen. Jetzt öffnet Opera. Gucken wir mal, wie das aussieht. Oh, das läuft auch fixi. Ein bisschen anders die Übersicht, aber sieht auch gut aus. Lässt sich auch gut bedienen. So, und jetzt öffnen wir das mal direkt in YouTube. YouTube. So, jetzt muss ich mich anmelden. Ja, ich melde mich mit meinem eigenen an. Weil ich habe ja meine Google-Mail-Adresse eingegeben. So. Und dann ist es die ganz normale YouTube-App, wie ihr das eigentlich kennt. Hier sind meine Videos. So. Und dann haben wir hier Uploads, Bibliothek, Abos. So, Bibliothek, Abos. Gucken wir mal bei Abos. Funktioniert sehr gut. Und wenn ich jetzt auf Abos gehe, jetzt gehe ich einfach auf PlayStation. Oh, die haben natürlich ein schönes Hintergrundbild. Da klappt das natürlich. Ich habe das eigentlich auch so gemacht. Bei mir sollte das auch so sein. Haben sie jedenfalls gesagt, wo ich das eingestellt habe. Finde ich gut. Wie können wir jetzt hier auch suchen? Ah, da oben, die Lupe. Wir haben eine Sprachfunktion. Ich habe auch hier eine Sprachfernbedienung. So, und deswegen nehmen wir jetzt einfach, ich denke mal, das können wir, hier gibt es auch eine App dafür, dann könnt ihr denn, denke ich mal, die Sprachfunktion nutzen. Ich werde jetzt natürlich wieder mich selber suchen. Da haben wir doch. So. Na, da sind aber weniger Abonnenten angezeigt. Das ist noch nicht auf dem aktuellsten Stand. Okay. Starten wir das. Ja, seht ihr das? Bei mir ist hinten alles grau. Normalerweise habe ich das so eingestellt mit dem One-Channel-Design, dass da eigentlich komplett ein Bild ist. Aber naja. Okay, dann eben nicht. So, was haben wir denn noch? Wir haben YouTube haben wir jetzt geöffnet, ihr habt über den Browser. Jetzt können wir YouTube auch hier direkt öffnen. Das funktioniert auch recht schnell. So, und dann können wir noch mal. Dann haben wir hier Kodi. Hier wird Kodi 17 drauf sein. Ja, Kodi 17 ist drauf. Wenn er jetzt startet, da ist er. Ja. Ich finde das Design von Kodi 17 nicht schön. Ich finde es nicht schön. Muss mich da jetzt auch, ach so, ich mache da auch schon Update. Muss mich da dann auch erstmal zurechtfinden, bevor ich hier irgendwelche Anleitungsvideos mache. Und hier Radio, TV und das Ganze muss ich wegschalten, brauche ich alles gar nicht. Radio haben wir hier noch. Stable, ja, machen wir mal. Seht da, kommt von Kodi hier schon ein Update zur stabilen Version. So, mal machen.
Home-Taste. Dann haben wir noch meine Apps. Ach, das sind jetzt die Apps, die fertig installiert sind. Popcorn Time ist hier installiert. Amazon Video, Showbox, IPTV, Spotify, Tunnel. Den Radio hier, dieses Radioprogramm, das nutze ich mit meiner Frau auch am Fire TV. Da bin ich jetzt vor 2 Wochen drauf gekommen, wa? Vor 2 Wochen. Und ja, müssen wir hier erstmal sagen. Oh, hier ist Werbung. Die können wir einfach mit der Maustaste. Können wir die jetzt hier wegklicken. So, und dann öffnet auch Tunnel. So funktioniert. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Meine Apps. Popcorn Time. Ablehnen. Nee, Popcorn Time möchte ich nicht nutzen. Ablehnen. So, weg. Möchte ich nicht nutzen. So. Happy Cast. Was ist ein Happy Cast? App Installer. Also hier können wir dann Apps installieren. Galerie. Keine Bilder oder Videos vorhanden. Jo. Happy Cast. Ach, das ist auch ein Sender oder was? Quatschen die Deutsch oder was quatschen die da? Nö. Machen wir weg. So, und Market haben wir hier auch. Zulassen. Da haben sie mir gleich gesagt, wenn man hier auf Market geht, das ist nicht der Google Play Store. Den findet ihr dann bei Apps. Das ist jetzt der Market der Firma, praktisch des Receivers, wo Apps zu finden sind, die rein für den Receiver bestimmt sind. So, jetzt ladet es. Oh, hier haben wir dann auch nochmal TED, Spotify, Netflix. Werden wir gleich mal runterladen. So, Download. Geht auch ziemlich schnell. Kodi, was haben wir hier? Internet Entertainment Center. Haben wir, Kodi ist doch schon drauf. Öffnen. Oh, Angry Birds. Schatzi. Meine Frau steht total auf Angry Birds. Hier, ja, ES Datei Explorer. Der ist auch gut. Den kann ich euch auch echt empfehlen. Wenn ihr Dateien verwalten wollt, den werde ich hier auch mal wieder rauf machen, dass ich da auch wieder auf meine Dropbox zugreifen kann, natürlich. YouTube haben wir installiert. YouTube for Android. Da müsst ihr jetzt sagen, ja, dass es installiert ist. Hulu, Facebook. Nein, ich brauche kein Facebook hier drauf. VLC Media Player. Wer von euch das machen möchte, gerne. Aber ich, was soll ich? Oh, Plex auch. Was soll ich denn mit YouTube, mit auf Facebook auf einer Android-Box? Also Spiele haben wir auch noch zur Auswahl. So. Aber da müsst ihr euch dann mal selber so ein bisschen rumfummeln. So, und was haben wir hier oben? Hier oben haben wir jetzt Bluetooth. Ach, da kommen wir direkt zu diesen Bluetooth-Einstellungen verfügbar. Brauchen wir jetzt aber nicht, kann ich ausschalten. Ah, dann haben wir ein Fragezeichen. Wir haben auch eine Nachricht. USB-Speichergerät. Not found. Clear all. Finde ich gar nicht. Also ich finde die so vom Bedienungsaufbau finde ich die echt gut. Hier haben wir den USB. Da kommen wir jetzt auf USB. Einmal lokale Disk und lokale Disk. Das ist jetzt hier der USB-Stick. Dann haben wir auch die Menüführung finde ich schön. Also ich sehe keine Pixel oder so. Das ist jetzt das interne Menü. Und
Und dann haben wir hier noch, so, da können wir Netzwerk, da können wir uns verbinden. So, da haben wir Bluetooth, haben wir hier Downloads, keine Dokumente, dann haben wir hier Blase. So. Backup erstellen, konfigurieren, System aktualisieren, da gucken wir mal nach, ob was da ist. Online-Update. Neue Version gefunden, Version 6.2.950. Wollen Sie updaten? Okay. So, der updatet jetzt. Jetzt mache ich hier aber erstmal einen Cut, Leute. Ich muss nämlich jetzt erstmal meine Tochter von der Schule holen. Wir lassen das aktualisieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch wieder. Ich habe meine Tochter geholt. Standardgemäß für dieses USB-Gerät verwenden wollen wir nicht. Okay. Und Update ist auch gemacht. So. Ah, jetzt steht auch 16 Uhr da. Das ist schön. Das ist schön. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben jetzt noch eine neue Nachricht. Oder auch nicht. So. Ach, das war Backup, das waren wir schon. Warte mal, was haben wir dann noch? Das, hier ist doch was dazu gekommen. Das war doch vorhin kleiner, glaube ich. Wiederherstellung über USB-Stick. Okay, APP installieren über USB, System aktualisieren. Gucken wir mal, haben wir noch was, oder? Ich bin auf V5.3 online. Verbinde mit Server. Die Software ist auf dem aktuellsten Stand. Okay. Wir können natürlich auch hier dann Update über lokal. Dann fragt er dann halt USB-Stick ab. So, was haben wir hier noch? So. Speedtest. Ah, Speedtest. Coole Sache. Der ist geil eingebaut. Finde ich geil. Test starten. So, da muss ich jetzt wieder auf die Maus. So, da bin ich mal gespannt. Sieht auch grafisch ganz gut aus. Also ich sehe kein Flimmern an den Ecken. Guck, nö, das läuft gut, das sieht gut aus. So, also mein erster Eindruck von der Box ist jetzt eigentlich sehr, sehr positiv. Jetzt muss ich nochmal auf die Maus, auch wenn ich jetzt hier auf die Maus umspringe, das funktioniert recht schnell und sehr gut. So, okay, aber gehen wir mal wieder zurück und wir wollen noch bei den Einstellungen hin. So, gucken wir uns mal die Einstellung an. Hier haben wir ein Netzwerk. Hier ist es natürlich WLAN, VPN. Können wir hier ein VPN einrichten und so was alles. Oder? Das ist doch VPN. Muss ich mal gucken. Haben wir jetzt nichts vorhanden, so wie es aussieht. Da muss ich mich echt mal, das wäre ja sehr interessant. Da muss ich mich mal beschäftigen. Hier haben wir die Bildschirmauflösung, können wir jetzt hier ändern. Wie gesagt, das hatten wir ja am Anfang eingestellt. Ich habe hier gleich 4K eingestellt. Finde das auch ganz okay. Wir können natürlich auch automatisch machen. Die Color-Modus können wir machen und dann haben wir hier bis 720p 50 Hertz können wir machen. Ja, die Color können wir anmachen. Da passiert dann nichts. Dann sagt er natürlich nach ein paar Sekunden, warum im Fernsehen? Doch. Okay. Hätten wir jetzt zum Beispiel auch Deep Color an. So, Auto-Switch ist auch an. So, Bildschirm, das hatten wir auch gemacht mit dem weißen Rand. Da können wir nicht größer machen, wir können nur... Hoppala. So, können wir hier kleiner machen und wir können größer machen und noch größer geht es nicht.
Das erkennt der Fernseher schon ganz gut an. So, hier können wir noch die Bildeinstellung machen. Wir können Kontrast und alles Mögliche einstellen. Aber ich bin, muss ich sagen, also mit den normalen Einstellungen jetzt eigentlich jetzt im ersten Augenblick sehr zufrieden. Die werde ich jetzt noch nicht umstellen. Daydream. Wollen wir jetzt auch nicht. HDR. HDR habe ich natürlich an meinem Fernsehen nicht, aber er unterstützt natürlich HDR, wenn wir anmachen. Hier sagt er natürlich an, okay, aber mein Fernseher unterstützt das nicht. Also, das weiß ich zu 100%. So, Datum, Uhrzeit. Hier haben wir jetzt auch endlich die 24 Stunden drin und wir haben jetzt auch die Datumsanzeige auf 24.04.2017. Und automatisches Datum haben wir auch drin. Das funktioniert jetzt auch. Sprache, logischerweise, hatten wir am Anfang eingestellt. Deutsch sind wir immer noch bei Deutsch. Medienscan. Abgeschlossene Datenträger automatisch nach Medienscan. Ah, gut, das lasse ich auch auf jeden Fall an. Da scannt er angeschlossene Datenträger nach Medien. Also ob dann Film, Videos, irgendwelche Videoformate, irgendwelche Tonformate, irgendwas drauf sind. Hier haben wir jetzt noch die Tastatur. Hier können wir eine Tastatur konfigurieren und so brauchen wir jetzt nicht. HDMI, CEC aus. Können wir auch so auf Einschalten zum Beispiel. Und dann haben wir hier dann noch OnK und so was alles. Power off. Und dann haben wir dann. So, Wiedergabeeinstellungen. HDMI Self Adapter. Wiedergabeeinstellung. Weiß ich jetzt gar nicht, was das ehrlich gesagt ist. Machen wir einfach mal obligatorisch an. Erweiterte Einstellung haben wir auch noch. Und das Menü kennt ihr alle. Das ist das Menü, was wir auch auf dem Tablet haben. Das habe ich auch in meinem Autoradio, was auf Android basiert. So alles rund dran über Gerät. So. Und hier unten seht ihr da. Wir sind jetzt auf Android 6.0.1. Und wenn wir jetzt hier ein paar Mal herufdrücken, dann kommen wir auch natürlich in, ja, in das Easter Egg, was in jedem Android drin ist. Und können da halt auch das versteckte Spiel starten. Oh, ich sterbe gleich. Hat er den Knopf nicht angenommen? Schaffe ich nie. So, ich bin noch nie weitergekommen. Ich schaffe... Maximal das erste, aber das ist dann auch ganz selten. So, und hier können wir natürlich auch sagen, Update. Und dann kommen wir automatisch wieder dahin zurück. Ich finde aber diesen Update-Bildschirm, finde ich, schöner als bei den normalen Android-TV-Boxen. Ja, das ist ja jetzt ein Receiver, weil hier haben wir schön, und hier können wir auch sagen, vom lokalen Datenträger, finde ich so sehr ansprechend. Das Auge ist ja so schön, wie man mal so schön sagt, mit. Bluetooth-Zubehör können wir jetzt Bluetooth-Geräte scannen. Ich habe Bluetooth natürlich aus, weil ich da jetzt nichts verbinden will mit. Wir haben Standort. Ja, logischerweise haben wir jetzt keinen Standort, weil wir haben kein GPS. Aber ist ja ein Android drin. Hier können wir sagen, letzter Standort. Ja, also. So. Ah, da haben wir dann den Server von denen drin. Okay, so, Android-System, dann kommen wir hier zu Android-System, da können wir auch sehen, wie viel MB und das alles. Speedtest können wir auch machen, da kommen wir dann zu diesem Speedtest, was ihr eben schon gesehen habt. So, Sicherheitseinstellungen, ja, da können wir dann unbekannte Herkunft, das ist an, das können wir natürlich ausmachen, ich lasse es natürlich an. Apps überprüfen an, so, Passwort brauchen wir nicht. Google habe ich jetzt meins drin, Konto hinzufügen, könnten wir jetzt auch noch ein Konto hinzufügen. Und da können wir uns dann natürlich aussuchen, Google habe ich jetzt schon, wir können jetzt auch ein NES TV Starshop Prime können wir aktivieren und da Facebook. Wir werden mal Prime aktivieren, ich mache euch mal dazu zu mir, damit ihr das Passwort nicht seht. Wir werden mal Prime aktivieren. Will er gerade nicht. Konto hinzufügen. Prime. Ich glaube, ich muss Prime dafür erstarten.
So, dann gehe ich nochmal einfach auf meine Apps und Amazon Video. Da startet es dann. So, erste Schritte. Das sieht dann so aus, das kann ich euch zeigen. So. Auf vielen Geräten verfügbar. Ja, ich weiß. So, jetzt haben wir die Maus. Jetzt gehen wir hier einfach auf OK. Können die Maus auch relativ wegmachen. Jetzt muss ich euch wegblenden. Meine Daten. Da, 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 da. Sonderzeichen da. So. Achso, Passwort ist, muss ich ja, im falschen Feld gelandet. Wenn man hier eine Bluetooth-Tastatur ranmacht, dann wird das natürlich noch ein bisschen besser. Oder per USB-Stick, ich habe ja noch eine Tastatur. So, er meldet an. Gleich kann ich euch wieder den Bildschirm zeigen. So, und jetzt meldet er an. Also, und dann sehen. Achso, ich das? Stimmt, weil ein fremdes Gerät angemeldet hat. So, und hier haben wir jetzt praktisch die Übersicht für Amazon Prime. Natürlich nicht die Übersicht, die ihr von einem Fire TV Stick oder einem Fire TV gewöhnt seid, weil das ist ja jetzt die Amazon Instant Video App. Wir haben hier Home, Serien und Filme. Wir gehen mal auf Serien. So, und da müssen wir mal gucken. Bosch, genau. Hier steht auch noch überall Amazon, also überall noch Prime. Das haben sie ja beim Fire TV, haben sie das ja weggenommen. Bosch habe ich jetzt, ja, naja, nicht mitgekriegt, dass Bosch eine dritte Staffel schon hat. Habe ich ja was verpasst. So. Und der startet jetzt und jetzt sehen wir ja X-Ray. Sehen wir auch die Qualität, was das jetzt für eine Qualität hat. Das sehe ich jetzt im ersten Augenblick nicht. Wir können jetzt mal Folge 1 ansehen. Ich habe ja sowieso lautlos gemacht. Ja, da werden uns auch die Informationen angezeigt. Das ist schön. So. Ach ja, das ist von der letzten Staffel.
Ja, am Anfang jetzt ein bisschen verpixelt. Also ne, verpixelt nicht, aber ja, das wird dann wieder schärfer. Ihr kennt das schon von der Amazon-App, weil ich habe die ja auch der PlayStation App, da seht ihr, jetzt wird es schon schärfer. Das ist bei den normalen Amazon-Apps auf dem Android, Tablet, Handy oder auch auf anderen Geräten, also Xbox, PlayStation und so, ist es so, dass die am Anfang halt kurzzeitig eine schlechte Grafik haben, dass sich das dann nach ein paar Sekunden einpegelt. Das seht ihr ja, jetzt sieht das alles wieder ganz vernünftig aus. So. Läuft auch. Das ist natürlich beim Fire TV anders, weil das ist alles aufeinander abgestimmt. Das ist ganz klar. So, und was geil ist, hier unten, das habe ich nämlich im Vorbild gesehen, da können wir jetzt hier unsere Apps einfügen, die wir immer brauchen. Und natürlich brauchen wir immer Netflix. Wir brauchen Amazon. Wir brauchen, na, Google Filme muss ich mir dann runterladen. Das ist jetzt eine geile dafür, dass wir jetzt den Original Google Play Store haben. Wir können in Google Play rin gehen. Na, Tunnel brauche ich, genau. Und können uns da denn, Spotify auch, und können uns da dann natürlich Sachen runterladen. Was ist ein X? XTM-Code. Schau, gucken wir gleich mal nach, was das ist. So, und dann können wir hier zurück. So, und dann haben wir jetzt nach unten die Apps drinne, die, ach, das ist die PlayStation-App. Da haben wir die Apps drin, die wir jetzt verwalten wollen oder die wir jetzt da haben wollen. Wir können jetzt natürlich auch noch mehr. Ich mache jetzt mal spaßeshalber einfach noch ein paar Apps dazu, damit ihr euch das mal ankicken könnt, wie das aussieht. Movie MX, was nehmen wir noch? Opera. Google nehmen wir noch dazu, ach, dazu und ja, das war's. Und dann gehen wir wieder zurück. So, und dann haben wir natürlich hier unten eine längere Liste. Und dann können wir nach rechts weiter scrollen. Finde ich sehr interessant, finde ich sehr gut. So, jetzt gucken wir uns aber das mal an. Import Server. Ach so, okay. Habe ich ja nicht. Okay, dann eben nicht. Und jetzt gucken wir uns mal Netflix an, ob das auch funktioniert. Ja, werden wir mal testen. So, au! Der hatte jetzt sofort erkannt, Netflix, dass ich bin. Da stand jetzt irgendwas von Google. Keine Ahnung, ich habe meinen Netflix-Account aber nicht mit Google verknüpft. Keine Ahnung, ich brauchte jetzt hier kein Passwort eingeben, gar nichts. Download für unterwegs. Da brauche ich jetzt nicht. So, den will ich heute mit meiner Frau gucken. So. Sieht doch sehr gut aus. Wir haben hier eine schöne große Cover-Anzeige. Jo, ich nehme mal einfach mal hier Sleepy Hollow. Nehmen wir jetzt einfach mal. Starte mal Sleepy Hollow. Oh, das ist schön. Hier haben wir ein schönes großes. Also da finde ich so ja hier die Ansicht so ja geiler als im normalen Netflix, weil da haben wir hier ein schönes großes Bild, gleich rechts dann halt die Folgen. Meine Liste bewerten haben wir hier auch gleich. Also ich muss sagen, hier finde ich, also die Ansicht finde ich schöner als über Fire TV. So. Staffel 3. Kann man hier Staffeln wechseln? Und wie macht er jetzt hier Play? Ich drücke mal hier einfach den Play-Knopf. Oder auch nicht. Wie startet der das jetzt? Da muss ich jetzt die Maus anmachen, glaube ich. Ja. Da muss ich die Maus anmachen, so wie es aussieht. Ja, das hoffe ich, dass das noch bei Netflix mal fixt wird. Dass sie da halt mal eine App machen, wo Maus nicht, Netflix-Dienst konnte nicht laden, nicht erreichen werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Probleme. Okay. Okay. So, dann machen wir jetzt einfach mal, weil das kenne ich von einem Kollegen.
Der hat da auch. Achso, nee, da muss ich hier rauf, muss ich auf Einstellung gehen. Das weiß ich. So. Und dann gehen wir hier einfach auf Apps. Dann gehen wir hier auf Amazon deinstallieren. Bist du sicher? Ich bin sicher. Okay. So, Amazon ist jetzt deinstalliert. Ist jetzt vorne natürlich auch weg. So. Und dann können wir hier nochmal, weil das kenne ich von einem Kumpel, der hat auch eine Android-Box, eine etwas ältere, und hat mir gesagt, bei dem ist es zum Beispiel so, weil ich habe auf meiner Android-Box, habe ich das ehrlich gesagt noch nicht versucht. So, jetzt machen wir nochmal hier Sleepy Hollow. Und jetzt dürftet eigentlich, seht ihr, und schon läuft das. Das ist das, was mein Kumpel mir gesagt hat. Das hat der nämlich auch gehabt, das Problem. So, dann können wir hier ein bisschen spulen. Okay, nee, Netflix-Dienst angehalten. Na, vielleicht muss ich da jetzt erstmal einen Neustart machen. So. Aber so finde ich das schon mal so vom Menüaufbau finde ich das jetzt alles schon mal ganz prickelnd, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier oben schon wieder eine Nachricht. Und auch das mit dem TV klappt super. So, muss ich natürlich jetzt hier wieder umstellen. Ah, hier haben wir dann Kanalliste bearbeiten. Da können wir dann hier so. Kanäle umbenennen, Kanäle bewegen. So, und da könnt ihr dann jetzt hier eure Kanäle bewegen, wie ihr wollt, und eure eigene Kanalliste machen. Ich werde das aber, wie mein Kumpel mir gezeigt hat, mit dem Dreambox-Ding nicht machen, weil das kannst du am PC dann einfach ganz schnell erstellen, ohne irgendwelche Probleme. So. Und TV. Und jetzt teste ich mal. Ich starte jetzt einfach mal die APP, den APP-Knopf und komme zu Apps. Geil. So, und jetzt den Play Store Knopf und ich komme zum Play Store. So, TV. Kommen wir zur Antenneneinstellung. Okay. So, und wenn ich jetzt hier Audio, ah, da kann ich hier Stereo, kann ich das alles einstellen. Okay. Und wenn ich jetzt YouTube drücke, komme ich, denke ich mal, zu YouTube. Ey, das funktioniert ja aus dem TV heraus recht gut. Das ist doch geil. Nicht wundern, das ist meine PlayStation App. So. Und wie komme ich jetzt wieder zurück zu Fernsehen? EPG. Okay. Ja, jetzt komme ich gerade nicht mehr zum TV zurück. TV-Menü, Kanäle. Ja, das ist das da. Kein Signal. Ah, hier haben wir Favoriten.
So. Okay. Ausmachen, mal anmachen. Weil irgendwie komme ich jetzt nicht mehr zum TV zurück. Mir bin jetzt gerade zu dusselig dafür. Oder ich weiß auch nicht. Der hat jetzt meinen Grund nicht gleich mit ausgemacht oder was? Muss ich gleich noch mal testen. Nee, der hat das jetzt begrenzt. Channel. Ich will da, achso, ich bin nur Favoriten, bin ich. Da muss ich erstmal Favoriten wegmachen. Ah, jetzt nehme ich auf. Oh, geil. Das funktioniert auch ohne Probleme. Geil. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell funktioniert. Aber einfach Aufnahme gedrückt. Ja, ich will Aufnahme weg haben. Okay. So. Favoritentaste. Ja, jetzt komme ich irgendwie. Nicht mehr zum TV. So. Ach, hier ist was Falsches eingestellt. Astra. Da will ich doch hin. Das war ja ziemlich weit oben. Da hat sich gerade mein Satellit verstellt. Den müssen wir rausnehmen. Und dann lassen wir nur den drin. Ach, der hatte jetzt keine Sender mehr drin. Na, jetzt hat er wieder nur ditte, weil durch meine Senderliste, was mein Kumpel mir gegeben hat, muss ich dann nochmal neu einstellen. Ja, aber so bin ich, also muss mich damit jetzt noch ein bisschen zurechtfummeln mit dem neuen Receiver. Aber so vom Menü her bin ich von dem eigentlich echt zufrieden. Also das Bild sieht gut aus. Es kann natürlich, das 4K, müssen wir uns im Klaren sein, ist nicht wie am PC, so ein echtes 4K, das ist natürlich auch wieder nur ein hochskaliertes. Das ist klar, weil 160 € ist klar, dass wir da nicht High-End-Maschine kriegen. Aber so läuft einwandfrei. Also so bin ich erstmal zufrieden. Und vor allen Dingen, der kombiniert mehrere Sachen, was mir jetzt gefällt. Satellitenreceiver und Kodi in eben. Amazon und Netflix, da habe ich ja sowieso meine Box, aber die könnte ich jetzt hier auch drüber laufen lassen. Und geil ist natürlich hier diese Tunneln, Radio-Dings da, Bumster. Die habe ich jetzt auch Fire TV auch vor kurzem entdeckt. Da hören Schatzi und ich dann immer Radio und Spotify, da habe ich mein Konto, da kann man schön Musik hören, dass ich das jetzt hier auch habe. Ich bin zufrieden. Ich bin richtig zufrieden. Was will man mehr?
Ich muss mal natürlich jetzt erstmal noch ein bisschen damit beschäftigen, das ist klar, aber so der erste Eindruck ist eigentlich ganz positiv. So, dann würde ich mich von euch jetzt erstmal verabschieden vom ersten Eindruck von, ja, Amazon, Android-Satellitenreceiver. Wurde auch echt Zeit, dass es sowas mal gibt. Und ich mache gleich das nächste Video, wo wir den dann ein bisschen bearbeiten werden. Das ist aber abseits vom Händler. Das wurde mir zugespielt von einem Freund aus dem Forum. Mal gucken, ob das. Ich weiß auch nicht, ob es klappt. Also mir wurde versprochen, dass es das eigentlich rein theoretisch klappen sollte. Ich lasse mich überraschen. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Video wieder. Ich werde auch auf jeden Fall nach einer längeren Testphase hierzu auch noch einen Hardware-Check machen. Aber jetzt ist erstmal Pumpe. War ja auch lange genug, denke ich mal. Ahoi, sagt euer Odin.